Stell dir vor, du könntest einen Ort erreichen, an dem die ständige Flut an Gedanken, die deinen Geist täglich überschwemmt, zur Ruhe kommt. Ein Ort, an dem du die pure Essenz deines Seins erfährst, jenseits von Sorgen, Ängsten und diesem endlosen Strom an To-Do-Listen. In der heutigen Folge nehme ich dich mit auf eine Reise zu diesem besonderen Ort, der tatsächlich viel näher ist, als du denkst, nämlich in dir selbst. Durch eine einzigartige Methode der Qigong-Meditation wirst du lernen, wie du den Lärm der Außenwelt dimmen und eine tiefe Verbindung mit deinem wahren Selbst herstellen kannst. Ein Selbst, das jenseits von Illusionen, Wertvorstellungen und Projektionen existiert. Ein Selbst, das in der Stille und im Jetzt verankert ist. Ich werde dir jetzt eine Meditationsart vorstellen, die sich besonders entspannend und inspirierend auf dich auswirken wird. Es handelt sich dabei um eine Form der gegenstandslosen Qigong-Meditation, bei welcher du dich nicht auf irgendetwas konzentrierst, ja, keine Vorstellung von irgendetwas hegst, sondern einfach nur das, was gerade ist, unmittelbar wahrnimmst. Das Denken, welches normalerweise wie ein Strom ständig vor sich hinfließt, kommt einmal zur Ruhe. Dieses Denken ist eigentlich nur ein Notbehelf, eine Art Suche nach einer Antwort auf ein bestehendes, ungelöstes Problem. Aber wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, beständig über etwas nachzudenken, ohne dass dazu eine Notwendigkeit besteht. Manchmal fliehen wir geradezu in eine Gedankenwelt. Ja, es kann ab und zu ganz erholsam sein, trennt uns aber vom wirklichen, unmittelbaren Leben und Erleben. Durch die folgende Übung lernst du, dich dem Leben wieder direkt zu öffnen, dich und deine Welt wieder unverstellt wahrzunehmen und Vorstellungen, Illusionen, Wertvorstellungen und Projektionen fallen zu lassen. Setz dich bequem hin, du kannst diese Meditation aber auch im Stehen oder Liegen und wenn du etwas geübter darin bist, sogar im Gehen durchführen. Atme einige Male bewusst ein und aus und dann richte deine Aufmerksamkeit auf nichts. Das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Wir sind es gewohnt, ständig auf etwas zu achten, zu kontrollieren und vor allen Dingen nachzudenken. Wenn du das Gefühl hast, deine Wahrnehmung auf etwas lenken zu müssen, dann zähle erst einmal deine Atemzüge. Beim Einatmen 1, beim Ausatmen 2, beim nächsten Atmen 3, beim Ausatmen 4. Ja? Kannst du das bis 10, ohne dass sich dabei Gedanken einschleichen? Wenn Gedanken auftauchen, lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zum Zählen. Gib dir nun etwas Zeit.
Irgendwann wirst du dich in der Rolle des Beobachters wiederfinden. Und du siehst, du musst dich nicht mit deinen Gedanken identifizieren. Sie sind wie die Wellen des Meeres. So wenig wie die Wellen den Grund des Meeres beunruhigen, so wenig müssen deine Gedanken den Grund deiner Seele beunruhigen. Bleibe gelassen, nimm deinen Atem wahr. Kannst du deinen Atem nun auch ohne das Zählen einfach beobachten? Oder werden dann die Gedanken wieder stärker, lauter und reißen dich erneut mit? Versuche es noch eine Weile. Komme nun langsam zurück in dein Hier und Jetzt. Bring etwas Bewegung in deinen Körper und öffne deine Augen. Am Anfang kann dir diese Übung recht schwer fallen, doch auch hier macht die Übung den Meister. Je öfter du diese Meditation durchführst, desto leichter wirst du in die Rolle des Beobachters schlüpfen können. Dieses Zurücktreten deines Geistes in die Position des Beobachters ist eine hervorragende Übung für den Alltag. Gerade für Krisensituationen, in denen ein kühler, rational denkender Kopf gefragt ist. Außerdem bringt dich diese Art der gegenstandslosen Meditation wieder in Verbindung mit deinen Gefühlen, mit deinem Sein, mit deiner unmittelbaren Wahrnehmung. Du wirst ein anderes Gefühl für Zeit bekommen und diese effektiver nutzen lernen. Denn auch die Zeit ist, wie Einstein schon postulierte, kein festes Konstrukt, sondern relativ. Mit dieser Übung wirst du lernen, deine Gedanken wahrzunehmen, bevor sie dich sinnlos überfluten können. Du wirst Entscheidungen bewusster treffen können und dich immer weniger von deinen unbewussten Denk- und Glaubensmustern beeinflussen lassen. Unterdrücke daher deine Gedanken nicht während dieser Übung, sondern lasse sie hochkommen, beobachte sie und dann lass sie weiterziehen. Sie ziehen fort wie Wolken am Himmel, aber du bleibst da und lässt dich in deinem Sein nicht beirren. Dein Geist ist rein wie ein wolkenloser Himmel, nachdem die Wolken, deine Gedanken, fortgezogen sind. Und wenn du einen weiteren Schritt auf deinem Weg der Bewusstwerdung und Transformation machen möchtest, dann komme zu meinen Retreats. Alle Informationen findest du auf chakratunes.com. Und für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation zur Heilung des inneren Kindes. Den Link findest du unten in der Beschreibung oder jetzt direkt nach dem Video. Danke für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis morgen.